Wir haben gerade eiskalt Wolfgang Jopi getroffen. Leider, ich bin doch in der Nacht an die Wand gefallen. So, junge Dame, erzählen Sie mal, was ist denn Ihnen gerade passiert? Am Samstag habe ich für Robin und mich Frühstück gemacht. Für mich gab es meinen berühmten High-Protein-gesunden Kaiserschmarrn mit Zimt. Und für Robin gab es so eine Art Cookie-Dough-mäßiges Zeug aus Whey, Wasser, ganz viel Erdnussbutter. Dann habe ich das alles verrührt und dazu kamen dann noch Leinsamen und Kokosflocken, damit das Ganze noch so ein bisschen dicker wurde quasi. Und dann habe ich es alles nochmal verrührt und obendrauf kamen dann Schoko-Chunks und das ist dann immer Robins Frühstücksbowl. Macht er sich auch zu Hause immer, also bei sich zu Hause. Und dann habe ich dann noch ein paar Himbeeren drauf gemacht und bei mir natürlich noch Erdnussbutter. Genau, und das war dann unser Frühstück. Das habe ich dann natürlich noch für Instagram fotografiert, für meine Story. Ihr könnt mir da gerne folgen, falls ihr das noch nicht tut. Vor allem, ich habe hier oben eine Schramme jetzt von dem... Was? Nein, ich bin doch in der Nacht an die Wand gefallen. Oh no! So, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Klein. Einen größeren Spaziergang und sind ja aktuell in der übelsten Wildnis von Potsdam. Wo laufen wir nochmal hin? Wir gehen jetzt zum Telegrafenberg, das ist der höchste Berg in der Umgebung. Ich muss übrigens wieder alles tragen, das vermerken wir mal hier wieder an der Stelle. Schatzi, ist unsere Schildkröte. Ja, wir haben hier auch einen Kletterpark. Schatzi hat richtig... Lass uns da mal hingehen, irgendwann, wenn es kälter ist. Ah, ich glaube, Schatzi hat da richtig Bock drauf. Ich mit meiner Höhenangst. So, hier sieht man mal wieder, wie schön Potsdam eigentlich ist. Ich habe gerade ein Schiff gehalten und schaut wieder ins Wasser. Und wir gehen jetzt gleich Mittagessen. Der Puppe. Warum? Weil es schon nach meiner Mittagszeit ist. Es ist schon 13.22 Uhr. Ich hätte schon vor anderthalb Stunden essen müssen. Robins Food ist schon mal da. Also irgendwelche Bandnudeln. Ja, mit Avocados, Tomaten und Feta-Käse. Das sieht voll gut aus, finde ich. Abgesehen davon, dass es relativ wenig ist, finde ich. Dafür ist meine Portion hier umso größer. Also ich habe jetzt so einen Salat mit Hähnchenstreifen und allerhand Gemüse dazu. Brot. Das ist genau das Richtige, was frisch ist hier. Meine Paprika. So, junge Dame, erzählen Sie mal, was ist denn Ihnen gerade passiert? Nein. Komm schon, was ist dir gerade passiert? Naja, ich wollte vom Stuhl aufstehen und mein Unterhöschen, was aus mehr oder weniger zwei dünnen Fäden stand und sowieso schon so ein bisschen angerissen war, glaube ich, ist halt dann endgültig abgerissen. Ihre Unterhose ist kaputt gegangen, ist das nicht geil? Ja, ich habe halt auch ein luftiges Kleid an, muss jetzt aufpassen, dass sie nichts hoch ist. Ich freue mich über jeden Windstoß. So, wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause und eigentlich wollten wir auch vorhin nochmal an irgendeinen Strand gehen. Aber Robin ist eingeschlafen mal wieder und deswegen liegen wir jetzt noch hier. Und übrigens, ich zeige euch mal die Situation von meinem Bett jetzt. Also so sieht das Ganze jetzt aus, wenn die beiden Matratzen quasi nebeneinander liegen. Also wir liegen dann natürlich andersrum, nicht so wie Robin gerade liegt, aber darauf kann man echt gut schlafen. Wir haben dann einfach noch ein großes Laken über die beiden Matratzen gespannt, sodass sich dieser Spalt in der Mitte halt nicht ganz so doll bildet und es funktioniert eigentlich echt gut. So, das ist gerade unser Lazy Abendessen. Das ist so, sind so kleine Fingerfood-Teller. Also das hier ist Käse, auch wenn es aussieht wie Toast. Das ist so ein Grillkäse gewesen. Dann haben wir hier so kleine Salami-Sticks, Eier, Avocado und noch ein halbes Brötchen für jeden mit Butter drauf und ein paar Kräutern. Genau. So, wir schauen uns jetzt das Bachelorette-Finale an. Und wir werden jetzt mal so ein bisschen unsere Reaction abfilmen. Ich tippe ja auf Keno. Also ich denke, es wird halt safe Keno. Aber wir werden sehen. Ich weiß nicht so, meine Gefühle gehen immer hoch und runter, hoch und runter und... Er macht da irgendwie so richtige ASMR-Sounds mit seinem Mund, immer so... Ich finde es halt auch irgendwie echt blöd, von dem im Halbfinale auszusteigen. Hätte er sich doch mal vorher überlegen können. Als ich Kino wurde gesagt, nicht so eigentlich... Also bei dir sieht man mal wieder, dass Aussehen keine Rolle spielt oder so. Der Charakter ist super. Im Moment einfach keinen schöneren Ort. Das hässliche und der Charakter ist nice. Sollen der Dienst ablehnen? Möchtest du? Sag nein! Bitte! Machst du es mir echt schwer?
Ach, ja! Nein, 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 die blenden nur Musik ein, das macht er so nicht. So lange vor dir zu stehen und dich nicht zu küssen. Ist, Mann, du! Ja, so Donnerschlag eingeblendet, das machen die immer. Ja, ich muss sagen, dass ich diese Staffel Bachelorette irgendwie nicht so gefeiert habe. Ich habe letztes Jahr auch die Nadine habe ich extrem gefeiert, aber ich finde, Gerda hat es irgendwie nicht so richtig rübergebracht. So dieses Bachelorette-Sein, also dieses so eine starke Frau-Sein. Also schon auf eine gewisse Art und Weise ja auch, aber die Nadine war ja schon auch älter. Ja, die hat mir halt irgendwie besser gefallen. Hier seht ihr nochmal Robins nice Socken. Heute ist Sonntag und ich stehe jetzt hier gerade schon vor dem John Reed. Ich treffe mich hier gleich mit Anna und wir machen dann gemeinsam Sport. Also eigentlich bin ich ja nicht mit John Reed, aber sie hat halt so eine Bring Friends Karte und deswegen können wir immer mal hier zusammen trainieren. Genau, und dann gehen wir zu ihr, kochen was und schauen uns dann zum bestimmt 12. Mal oder so Groupies bleiben nicht zum Frühstück an. Cause I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. Cause I wanna be loved by you. 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 Cause I wanna be loved by you. I wanna be loved by you. Cause I wanna be loved by you. Wish I was a winner. She still wears my heart on her shoulder. Oh man, that's killer. She knew I had nothing left to lose. So, wir sind jetzt fertig mit dem Training. Wir haben gerade eiskalt Wolfgang Jopi getroffen. Also der trainiert ja hier, ne? Und dann so, oh mein Gott, Herr Jop, meine Schwester ist ein Riesenfan, können wir ein Bild mit ihm machen? Ich so, wow, what? Ich habe ihn gar nicht erkannt, ne? Also er hatte halt so eine Sonnenbrille, oh ja, Rolltreppe, die nicht funktioniert. Er hatte halt so eine Sonnenbrille auf. Krass, ich... Nee, das war, glaube ich, so sein Trainer oder so. Ach so, das kann natürlich auch sein. Ja, aber voll nice auf jeden Fall. So, wir haben uns jetzt Mittagessen gemacht. Das ist einmal Reis, dann ist es so ein Soja-Gyros, weil Anna ist Vegetarierin, aber ich muss sagen, der schmeckt echt gut. Den gibt es zum Beispiel bei Rewe, glaube ich, also da habe ich den zumindest her. Dann Brokkoli und ja, das war es auch schon. Ein ziemlich einfaches Rezept. So, wir schauen jetzt hier noch ein bisschen. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Bester Film. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr den schon angeguckt habt. Heute ist Mittwoch und ich habe jetzt gestern und vorgestern nicht mehr gevloggt, weil irgendwie nichts Spannendes passiert ist. Heute passiert aber was Spannendes. Und zwar werde ich jetzt erstmal den Kuchen backen und heute Nachmittag gehe ich dann mit Lena picknicken und da essen wir den Kuchen halt logischerweise. Und ich zeige euch mal, wie ich den mache. Also das ist mein gesunder Kuchen, der ist auch low carb, weil ich mir das Rezept in der Zeit, wo ich halt so ein bisschen low carb war, ausgedacht habe. Und der schmeckt echt gut und hat auch relativ wenig Kalorien. Ja. Als erstes brauchen wir 10 Gramm Leinsamen. Und 10 Gramm Chiasamen. Die gießen wir dann mit ein bisschen kochendem Wasser auf, damit die quasi aufquellen. Muss ja aufpassen, dass das nicht zu viel wird, sondern nur so, naja, so dass sie halt so ein bisschen bedeckt sind. So muss das Ganze dann aussehen, also wie so eine Art glibberiger Brei, dann ist es genau richtig. Und jetzt kommen noch 3 Eier rein. Als nächstes noch 100 Gramm Whey, das sind ungefähr 3 gehäufte Scoops. Und zum Schluss kommt noch ein bisschen Backpulver rein. Das mache ich immer so nach Gefühl, also so ungefähr ein Drittel der Packung, würde ich mal sagen. Und dann wird das Ganze einmal durchgemixt. So, ich habe jetzt hier so eine kleine Form mit Backpapier ausgekleidet. Die Ränder schneide ich dann noch ab, aber es muss erstmal reingeschüttet werden, damit das hier alles hält. Und das Ganze kommt dann in den Ofen. Ich habe jetzt hier eingestellt ungefähr 200 Grad Ober- und Unterhitze und lasse es jetzt erstmal 20 Minuten drin. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den jetzt schon mal rausgeholt und aufgeschnitten. So ungefähr muss er dann aussehen. Also die Kruste muss einfach so ein bisschen goldbraun sein und der Kuchen logischerweise fest. Ich zeige euch nochmal, wie das dann von innen aussieht. Also eher wie so ein Brot eigentlich. Hat auch eher so eine brotartige Konsistenz, aber schmeckt süß. Durch das Eiweißpulver natürlich, weil da sind ja meistens Süßstoffe drin. Und der Kuchen schmeckt natürlich, je nachdem, welches Eiweißpulver ihr reinmacht, nach dem Geschmack des Eiweißpulvers halt. Also ich habe jetzt Vanille-Eiweißpulver drin, deswegen schmeckt der Kuchen nach Vanille, ist ja klar. Wenn auch Eiweißpulver so der Hauptbestandteil ist. Aber auf jeden Fall finde ich das echt eine coole Lösung, wenn man mal Bock auf Kuchen hat, aber jetzt nicht so die High-Calorie-Variante jeden Tag will, weil der ganze Kuchen hier hat insgesamt, glaube ich, irgendwas mit 700 Kalorien und ein richtiger Kuchen in der Ausführung hätte wahrscheinlich irgendwas mit
1500 oder noch mehr. Genau. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir waren vorhin noch kurz bei Depot und bei Nanunana und haben so ein bisschen Dekokram gekauft, weil ich wenigstens einen kleinen herbstlichen Akzent in meine Wohnung setzen wollte, auch wenn ich sonst so dekotechnisch nicht ganz so viel mehr machen kann, weil ja überall schon Deko rumsteht. Aber ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dieses Etagere so ein bisschen herbstlich zu gestalten. Also das ist eigentlich fast alles von Nanunana, also diese Sträußchenteile hier, eine herbstliche Optik sind von Nanunana, genauso wie die beiden Kürbisse und die Zapfen und kleinen Zapfen, was hier alles hoch, was hier alles noch drin liegt, ist auch alles von Nanunana. Und diese Kugeln hier habe ich schon länger, die lagen auch die ganze Zeit woanders in meiner Wohnung, aber ich habe sie jetzt mal wieder rausgekramt. Das sieht dann richtig schön aus, wenn es halt dunkel ist, kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Auf jeden Fall sind die, glaube ich, von Amazon. Ja, genau. Das war's für den Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich setze mich jetzt gleich an den PC und schneide das Ganze, damit das morgen für euch online kommen kann. Und ja, ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!